Hoheit. Na, Peter, hast du alles besorgt? Ja, wie Hoheit befohlen haben. Zwei Passagen nach Kiosa. Schön. Hier sind die Karten. Herrlich. Und die Koffer? Wir sind schon an Bord. In einer Stunde geht das Schiff. In einer Stunde? Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Hoheit, bleiben bei Ihrem Entschluss? Jawohl, Peter. Wir reisen. Darf ich Hoheit in aller Bescheidenheit darauf aufmerksam machen, dass Hoheit morgen Verlobung feiern soll? Na ja, um das zu verhindern, verreisen wir ja, ne? Also komm. Da ahne ich schon. Heute passiert was. Aber. Heute passiert was, ich hab so eine leise Ahnung in mir. Heute passiert was, mir ist so, ich kann nicht dafür. Da stimmt was nicht, da ist was nicht geheuer. Es liegt was in der Luft, wie Abenteuer. Heute passiert was, ich spür's im Blut, das was tut. Heut passiert was, ich hab so eine leise Ahnung in mir. Heut passiert was, mir ist so, ich kann nichts dafür. Da stimmt was nicht, da ist was nicht geheuer. Es liegt was in der Luft von Abenteuer. Heut passiert was, ich spür's im Blut, dass sich was tut. Tut das ein Herr? Oh, Luxa. Kann ich doch gar nicht annehmen. Sagt er zu mir, du kannst gehen. Sie haben eine Runde bestellt, mein Herr. Habe ich das? Mein Gedächtnis lässt nach. Na, bitte sehr. Sehr zum Wohl, meine Herren. Kümmel. Schmeckt fast wie Brennspiritus, ne? Noch einmal das Set. Oh, wenn ich Sie richtig einschätze, heißen Sie Litzi. Falsch geraten. Mitzi. Mit ist auch nicht schlecht. Wie wär's denn mit einer Spende für notleidende Künstlerinnen? Hm? Oh, gerne. Sie gestatten, ja? Bitte. Hey, danke. Für notleidende Künstlerinnen. Dufter Junge. Schnauze. Hey, was ist denn los? Schnauze, habe ich gesagt. Du gemeiner Schuft. Würden Sie mal die Liebenswürdigkeit haben, mit mir aufzustehen? Warum? Darum. Sind Sie gestatten, oder? Ja? Feuer! Gib ihm! Donnerwetter! Es war gekonnt! Thank you.
Hoheit, die Ordnung ist wiederhergestellt. Seine Hoheit, der Erbherzog. Hoheit, Ihr Onkel? Gute Arbeit, mein Lieber. Tüchtig, tüchtig. Lassen Sie die Leute wegtreten. Abführen! Erholt euch gut. Da hatte Leutnant Moritzki also doch recht. Mein Neffe Ferdinand in einer Hafenkneipe. Was bitte hat das zu bedeuten? Ja, Hoheit, wir wollten eigentlich hier nur warten, bis unser Schiff... Pures Staatsinteresse, mein lieber Onkel. Pures Staatsinteresse, ja. Uns ist zu Ohren gekommen, dass dieses Lokal ein Treffpunkt für Schmuggler ist. Ja, das sind gefährliche Leute, Hoheit. Sehr gefährliche Leute. Gegen die man etwas unternehmen muss. Ausrotten. Hoheit, am besten ausrotten. Papalatix. Warum denn? Wenn du erstmal mit der Prinzessin Este von Parma verheiratet bist, erledigt sich das Schmugglerproblem von selbst. Die Zollschranken fallen. So weit ist es ja noch gar nicht. Außerdem weißt du noch gar nicht, ob aus dieser Heirat etwas wird. Es wird etwas daraus. Es wurde beschlossen und verkündet. Beschlossen und verkündet? Aber ich kenne doch die Prinzessin überhaupt nicht. Du wirst sie kennenlernen. Wer sagt denn, dass die Prinzessin überhaupt will? Sie will, und zwar morgen, wenn wir um ihre Hand anhalten. Aber Onkel... Also bitte, keine Widerrede, ja? Bin morgen um 10 Uhr in Parma und du kommst mit. Also schön. Ich fahre. Herr von Hartzi, sorgen Sie dafür, dass der Junge rechtzeitig ins Bett kommt. Sehr wohl, Hoheit. Sofort, Hoheit. Adieu. 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 Also sofort ins Bett, Hoheit. Na, Peter, was sagst du jetzt dazu? Ich bin völlig fertig. Ah, das ist eine Zumutung. Soll eine Frau heiraten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe? Ich sage dir, Peter, daraus wird nichts. Hoheit. Ja? Vielleicht sollten sich Hoheit die Prinzessin doch etwas näher besehen. Wie stellst du dir das vor? Soll ich einfach vor sie hintreten und sagen, gestatten Sie mir, Gnädigste, ich bin nur gekommen, um sie mir einmal unverbindlich zu beschauen. Aber wenn ich mir das so recht bedenke, gefallen Sie mir doch nicht. Habe die Ehre. Habe die Ehre, das ist unmöglich. Na, siehst du, nein. Wenn ich fahre, muss ich auch heiraten. Deswegen fahre ich erst gar nicht. Ja gut, aber soeben haben Sie doch Ihrem Onkel gesagt... Schön, dem Onkel habe ich gesagt, dass ich fahre. Aber nicht gesagt, wohin. Wir fahren nicht nach Parma. Nicht nach Parma? Sondern? Sondern? Nach Chiossa. Chiossa. Zum Seerosenfest. Ah, komm, Peter. Seerosenfest. Ja. Zur Gewusstheit passiert was. Fenster geöffnet im Saal? Jawohl, durchlaufen. Dann macht sie jetzt zu. Nein, wartet einmal. Jawohl, durchlaufen. So, das war das. Was wollte ich noch sagen? Jawohl, durchlaufen. Jawohl, durchlaufen. Ich weiß es nicht mehr. Ach, man hat seine Last an solchen Tagen. Sind die Gala-Uniformen verpasst? Die Seidentapeten gefegt, die roten Läufe gelegt. Sind die Zimmer im Ostflügel nachgesehen? Und die Dings, wischt schon im Pavillon links. So helft mir doch drauf. Aber gewiss. Nein, lasst nur. Ihr könnt jetzt gehen. Jawohl, ich laufe. Jawohl, ich laufe. Wo wollt ihr denn hin? Da war doch noch was. Ach, frag mich nachher noch mal. Bis dahin habe ich es bestimmt wieder vergessen. Jawohl, jawohl. Durchlaucht. Ja. Was gibt es, Oreste? Durchlaucht, der Wagen seiner Hoheit Alexander, Erbherzog von Novara-Liechtenstein, ist soeben vor dem Hauptportal vorgefahren. Oh, was eine charmante Überraschung. Der Alexander, den erwarten wir ja gerade. Also husch, husch, ihr könnt jetzt gehen. Ist alles gerichtet, Julia? Alles gerichtet, Durchlaucht. Aber mir scheint, irgendetwas fehlt noch. Irgendetwas fehlt. Überleg doch mal, Oreste. Was kann das sein? Es hängt irgendwie mit dem Besuch von Alexander zusammen. Zu dumm. Weswegen erwarten wir ihn eigentlich? Seine Hoheit möchten um die Hand ihrer Durchlaucht anhalten. Oreste? Habe ich denn vor, noch einmal zu heiraten? Charmant.
nicht euer Durchlaucht wollen heiraten, sondern... Sag nichts, ich weiß es. Die Prinzessin Marie-Louise. Richtig, Durchlaucht. Und jetzt fällt mir auch ein, was uns hier noch fehlt. Die Prinzessin. Spricht von Liebe. Jede Rose sagt, ich bin dir gut. Jede Rose träumt von Sehnsucht, die verborgen tief im Herzen ruht. Wenn dir eine heimlich ruht, warum denn so aufgeregt? Weil Sie kommen, der Erbherzog und Ihr Bräutigam. Da regt Sie denn das nicht auf? Ja, dass du jetzt auch schon Bräutigam sagst, das regt mich auf. Aber Durchlaucht... Na, ich bin doch noch nicht mit ihm verlobt und ich werde mich nicht mit ihm verloben. Aber mit einem Mann, den ich gar nicht kenne. Aber Durchlaucht, das geht doch... Auf in dieser Ferdinand. Nur ein kleines bisschen Takt und ein kleines bisschen Vernunft hat, na? Dann wird er sofort wieder abreißen. Aber Durchlaucht... Ach, jetzt hör doch endlich auf mit, aber Durchlaucht. Ich bin gerade so schön in Wut. Und jetzt werde ich denen allen meine Meinung sagen. Ja? Durchlaucht. Ja, ich weiß. Herzog Ferdinand ist angekommen. Nein, Durchlaucht. Nein? Eine niederschmetternde Nachricht, Durchlaucht. Seine Hoheit Herzog Ferdinand von Novara-Liechtenstein sind nicht erschienen. Seine Hoheit haben es in der vergangenen Nacht vorgezogen, klammheimlich zu verschwinden. Warum das? Offenbar wünschen seine Hoheit nicht, die Ehe mit einer ihm unbekannten Dame einzugehen. Wunderbar! Er hat Vernunft und Takt. Er will nicht. Julia! Hoheit? Das hat es noch nicht gegeben, dass mich einer nicht will. Was denkt sich dieser Mensch? Ausgerückt ist er? Mit unbekanntem Ziel. Julia? Orest? Durchlauch. Ihr werdet dafür sorgen, dass sein Ziel bekannt wird. Engagiert meinetwegen die besten Detektive des Landes. Aber ich will wissen, wohin mein Bräutigam verschwunden ist. Thank you.
Ist die wahr? Werden Sie sich vielleicht bemühen wollen, meine Frau? Ja, Direktor, Herrn Gürgüschkem, gut, dass ich Sie sehe. Guten Tag. Sie wissen, seit 5 Jahren, ich feiere bei Ihnen jedes Seerosenfest. Ja. Aber ich muss sagen, etwas ist dabei nicht richtig. Aber nein, es ist alles richtig. Nein, Gürgüschkem, nicht richtig. Heißt das nicht in Ihrem Hotelprospekt, dass an diesem Tage die jungen Männer verführen die Mädchen? Nein, entführen, Madame. Also, das ist ein uralter Volksbrauch. Vor circa 226 Jahren, da überfiel eine berüchtigte Piratenbande die Insel Kiosa und entführte die Prinzessin Anina. Es war das schönste Mädchen der ganzen Insel, aber der Prinzessin gelang es, mit ihrem Liebreiz die Piraten so zu bezirzen, dass sie sie wieder auf die Insel zurückgebracht haben. Und aus diesem Anlass wurde nun die Prinzessin hier auf der Insel als Königin und als Retterin gefeiert. Und zum Andenken an diesen Tag entführen, hallo Boy, bitte abräumen, ja? Und zum Andenken an dieses Ereignis entführen nun unsere jungen Leute ihre Angebeteten am Tage der Seerosen und kommen erst spät in der Nacht als Verlobte zurück. Aber weiß ich doch alles, Direktorchen, weiß ich doch schon. Aber bitte schön, es klappt nicht. Seit 5 Jahren, ich komme her und keiner Mann ist breit und weit der mir Robert. Vielleicht verschließen sich Madame zu sehr. Ich unterschlitze, aber ich bitte Sie direkt, Furcher. Im Gegenteil, ich lasse jede Nacht Türe und Fenster offen. Und da ist noch nie was passiert? Doch. Letztes Jahr, stellen Sie sich vor, ein Mann kommt in mein Zimmer und sagt etwas unaussprechlich furchtbar Entsetzliches. Um Himmels Willen, was denn? Verzeihung, habe mich in Tür geirrt. Na bitte. Bitte, mein Herr. Sie wünschen? Hartzi. Gesundheit. Unsinn, das ist mein Name. Oh, entschuldige Sie vielmals. Peter von Hartzi, Sekretär seiner Hoheit des Herzogs von Novara-Liechtenstein, der übrigens in einigen Minuten hier erscheinen wird. Haben Sie schon lange? Verzeihen Sie, Güdis. Portier, Fürstensuite, Page, die Koffer. Und dieser Page wird Sie zu Ihren Gemächern begleiten. Danke. Herr Baron? Barak. Bitte. Barak, haben Sie das gehört? Natürlich habe ich gehört. Haben Sie kombiniert? Natürlich habe ich kombiniert. Also Telefon, hopp, hopp, hopp. Hallo. Hallo, junger Mann. Kleine Frau? Wollen Sie etwas? Kommt auf. Endlich. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er da? Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweit sein. Ja, was macht sie da? Ja, was macht sie dann? Na, sie lacht ihn gleichfalls an. Und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur. Denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Ja, was macht man dann? Ja, was macht man dann? Man lacht sich einen an. Alles wird grün, 1000 Blumen erblühen, jedes Herz voll Sehnsucht blüht. In dieser Zeit ist es wieder so weit, dass in puncto Liebe irgendwas geschieht. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweien sein. Na, was macht sie dann? Ja, was macht sie dann? Na, sie lacht ihn gleichfalls an. Und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur. Denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Ja, was macht man dann? Ja, was macht man dann? Man lacht sich eine an. Akkurat durchlaufen. Ja, der hohe Ferdinand von seinem Licht. Seine Lichtheit, der hohe Ferdinand. Seine Hoheit, der Herzog Ferdinand. Jawohl, persönlich. Nein, momentan ist er noch nicht momentan, aber der wird auf der Stelle zur Stelle sein. Jawohl, schon notiert. 2 Zimmer. Jawohl, wird sofortigst reserviert. Aha. Gütigsten Dank. Die Sonne geht auf, die
geht auf, das Herz geht mir auf. Kann ich euch ganz tief ins Auge schauen? Ich schenk euch morgens mein Herz, ich schenk euch abends mein Herz. Doch in der Nacht frage ich, liebt ihr auch mich? Die Sonne geht auf, die Sonne geht auf. Ein Lächeln von euch, ihr Hoheit, da stimmt was nicht, das war's nicht geheuer. Wo fehlt's denn, Peter? Meine Brieftasche fehlt, ist weg. Was? Ja. Such doch erst mal ganz ruhig. Ja, ruhig, ruhig. Bei der letzten Tasche hört die Ruhe auf. Geld, Pass, alles weg, ich Nein. bin fertig. Also schön, fürs Erste kann ich dir aushelfen. Ja? Was, Hoheit? Peter, was? Weg. Was, Ihre Brieftasche auch? Fort, verschwunden. Diese Gauner, diese Halunken, die sind bestohlen worden. Was in dem Hotel, das ist doch unmöglich. Nein, die Ganoven in der Hafenkneipe. Ich rufe sofort den Polizeichef bist an. Bist du verrückt? Da verständigt doch sofort meinen Onkel. Richtig, das ist eine schöne Bescherung. Das hat ganzes Geld. Mein Pass, dein Pass? Alles passé. Mech. Ich telegrafiere der Bank von Novara, die drucken gerade neues Geld. Du, untersteh dich. Die Bank fragt doch sofort bei meinem Onkel zurück. Und schon weiß er, wo wir sind. Was soll er denn machen ohne Pass und ohne Geld? Na, denk nach. Das auch noch. Das da muss der Herzog sein. Eine sympathische Erscheinung. Ja. Nicht jede sympathische Erscheinung muss gleich ein Herzog sein, das sehen Sie doch an mir. Allerdings haben Sie vollkommen recht, ja. Sie haben also Bedenken, ja? Der erste Befund ist negativ. A, flackernder Blick, unstetes Wesen. B, Haltung gut, aber einstudiert. C, der Kopf ist doch völlig unwahrscheinlich, keinerlei Degenerationserscheinung. Und dann sein Begleiter, viel zu klein für seine Größe, viel zu jung für sein Alter. Also? Hochstapler. Hochstapler. Na ja, dann werden wir diesen Herrschaft mal auf den Zahn fühlen. Verzeihen Sie, Hoheit. Ja. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie erst jetzt in meinem Hause begrüße. Mein Name ist Kükkös. Ich bin Direktor des Palazzo Hotels. Sehr freut. Hoheit, darf ich Sie vielleicht ersuchen, sich in unser goldenes Gästebuch einzutragen? Aber bitte. Ja, danke schön. Und dabei könnten wir vielleicht auch die Anmeldeformalitäten erledigen, nicht? Oh ja, ja, aber ja. Das wird gewisse Schwierigkeiten geben, mein Lieber. Schwierigkeiten, wieso? Ja, wir reisen nämlich inkognito. In was bitte? Inkognito. Ah, so. Und zwar so inkognito, dass wir sogar auf unsere Pässe verzichtet haben. Ich verstehe. Hoheit, wenn ich vielleicht bitten dürfte, ja? Bitte. Bitte sehr. Habt ihr gehört? Er hat Hoheit zu ihm gesagt. Das ist der Herzog von Novara. Ich verstehe. Also kein Geld und keine Personalpapiere? Leider. Wahrscheinlich wollen Sie uns jetzt erzählen, dass Ihnen die Brieftasche von bösen Buben gestohlen wurde. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Bitte. Hoheit, meinem Hause würde die geringste Sicherheit genügen. Zum Beispiel ein Anruf bei der werten Familie. Ah. Ja, das möchte ich gerade vermeiden. Ach so. Oder vielleicht eine Auskunft von der Bank in Novara? Das würde mich in der augenblicklichen Situation in die größte Verlegenheit bringen. Haben Sie das gehört? In der augenblicklichen Situation in die größte Verlegenheit bringen? Das sind doch so Sprüche, die kennen wir doch. Nun hör mal gut zu, mein Junge. Ich bin hier der Hoteldetektiv. Oh. Und mit mir macht ihr solche Späßchen nicht. Verstanden? Jetzt ist Feierabend, Endstation, aussteigen. Du und dein sauberer Komplize, ihr macht jetzt sofort eine Fliege. Haben Sie eben Komplize gesagt? So ist es. Ist okay, wollt ihr nur wissen, ob ich noch gut höre. Hm? 5 Minuten gebe ich euch beiden Zeit und dann seid ihr verduftet. Hab ich mich klar genug ausgedrückt? Glasklar. Barack! Ja? Sie sind ein Esel. Vielen Dank, man tut ja nur seine Pflicht. Ja, sagten Sie Esel? Ja. Ich habe doch schon die Zeitungen informiert. In einer Stunde erscheint das Mittagsblatt mit der Schlagzeile Herzog von Novara Lichtung sein als Ehrengast beim Piratenfest im Palazzo Hotel. Das ist ein Skandal. Sondergleichen. Ja, es tut uns auch in der Seele leid. Ja. Klar, kann ich mir doch nicht leisten. Wir erwarten Ihre Vorschläge. Aha, Moment. Dann muss ich Sie bitten, noch mindestens 2 oder 3 Tage hier zu bleiben.
Und Ihre Bedingungen? Na ja, also freie Kost und Logis und vielleicht 20 Franken Taschengeld täglich. 20 Franken? Akzeptiert. Fürstensuite müssen Sie natürlich räumen. Sie bekommen ein Quartier im Dachgeschoss. Im Dach? Akzeptiert. Barack, bitte veranlassen Sie das Notwendige. Was? Also, Hoheit, Sie wollen im Ernst? Im Ernst, nein, aber zum Spaß. Herr Baron? Ja. Hoheit? Komm, alter Komplize. Heute passiert was, ich weiß noch nicht warum und wieso. Heute passiert was, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Da stimmt was nicht, da ist was nicht geheuer. Es liegt was in der Luft von Abenteuer. Heute passiert was, ich spür's im Blut, dass sich was tut. Wenn ich morgens früh erwach, denk ich erst ein bisschen nach. Ja? Was war gestern, was wird heute geschehen? Gestern war ja wohl nichts weiter, heute ist Zahnarzt und dann Schneider. Essen, trinken und dann schlafen gehen. Aber plötzlich fühlt man sich elektrisiert. Und man ahnt und man weiß und man spürt. Heute passiert was, ich weiß noch nicht, warum und wieso. Heute passiert was, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Da stimmt was nicht, da ist was nicht geheuer. Es liegt was in der Luft von Abenteuer. Heute passiert was, ich spür's im Blut, dass sich was tut. Herzlich willkommen im Palazzo Hotel. Dankeschön, Monsieur. Durchlaucht werden bestimmt in Ihren Gemächern zufrieden sein. Durchlaucht, ich habe mir die größte Mühe gegeben, die Fürstensuite frei zu machen. Vielen Dank. Es war sehr schwer, aber immerhin für Sie, Durchlaucht. Dankeschön. Durchlaucht, komm auch im richtigen Moment. Wir feiern heute Abend das große Piratenfest. Sehr nett, Monsieur Cugy. Sehr interessant. Jetzt aber möchte ich gerne ein paar Worte mit dem Hoteldetektiv sprechen. Bitte, verzeihen Sie, bitte sehr. Sie waren so freundlich, mich über die Ankunft des Herzogs Ferdinand zu verständigen. Sehr wohl. Vielen Dank, Monsieur. Oh, zu gütigst, Durchlaucht. Aber dürfte ich Durchlaucht bitten, mir auch einen falschen Schein zu geben? Einen falschen Schein? Akkurat, weil ich Durchlaucht nur einen falschen Herzog anbieten kann. Wie bitte? Ja, ich habe sofort entlarvt. Ein Blick und ich hatte ihn durchschaut. Der Herzog ist nicht echt? Ein Hochstapler? Ein echter Hochstapler. Nein, nein, das haben Sie sich redlich verdient. Ich glaube, Sie haben mich vor einer riesigen Blamage bewahrt. So? Oh, pardon. Bitte, bitte. Sagen Sie, sind uns nicht schon irgendwo mal begegnet? Nein. Nein? Fräulein, pardon. Fräulein, pardon. Ich glaube ganz bestimmt, wir kennen uns schon. Ach, bitte sehr, vielleicht erinnern Sie sich ein ganz klein wenig doch an mich. Fräulein, pardon. Ach, bitte, bitte laufen Sie nicht davon. Sonst, liebes Fräulein, gehen am Ende wir zwei an unserem großen Glück vorbei. Lieber Freund, Trick, wir müssen uns doch schon begegnet mal sein, lieber Freund. Da hätte ich gedacht, es fällt Ihnen doch etwas Besseres ein. Ach, Fräulein, pardon. Ach, bitte, bitte laufen Sie nicht davon. Sonst, liebes Fräulein, gehen am Ende wir zwei an unserem großen Glück vorbei. Ach,
liebes Fräulein, tun Sie doch nicht so abscheulich. Sehen Sie, wenn Sie lächeln, sieht die Welt so erfreulich aus. Fräulein! Lieber Freund, dieser alte Trick, Sie wenden ihn an, so naiv und charmant. Lieber Freund, weil ich heute so guter Laune bin, sage ich hier meine Hand. Oh, Fräulein, pardon. Ach, Gott sei Dank, Ihr Herz ist dicht aus Beton. Die Möglichkeit besteht, wir werden ein Paar. Das wird der schönste Tag im Jahr. Gott, jetzt laufen Sie mir doch wieder davon. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, Herr. Und ich weiß nicht einmal, wie Sie heißt. Oh, Verzeihung, mein Name ist Peter von Hartzi. Den Namen kenne ich doch. So? Ja, richtig, Sie sind der Sekretär von Herzog Ferdinand. Aber, woher wissen Sie denn das? Och, man hört so manches, wenn der Tag lang ist. Na, haben Sie auch wieder recht, ne? Ja, und wie heißen Sie? Na, ich denke, Sie kennen mich schon. Ja, natürlich. Ciao, Peter. Ciao. Keine Ahnung. Durchlaucht. Ein schöner Tag, ein schönes Hotel. Eine schöne Katastrophe. Der Herzog ist falsch. Julia, ein Hochstapler. Ein richtiger Hochstapler? Grauenvoll romantisch. Julia, begreif doch. Ich bin einem Mann nachgereist, der mich heiraten soll und nicht will. Ich gebe ja zu, es ist eine dumme Laune von mir. Aber jetzt? Aber jetzt sitzen Durchlaucht ganz schön in der Tinte. Wie? Ja, der nächste Dampfer geht erst morgen Vormittag. Und heute Abend ist das Piratenfest. Da darf jeder Mann jede Frau ansprechen und mit ihr das Fest verbringen. Ist doch wundervoll. Vor dem echten Herzog wäre ich ja sicher. Der ist nämlich verschwunden. Aber der Falsche, der Hochstapler... Der wird sich an Sie heranpirschen. Entsetzlich. Aber ich werde mich dazwischen werfen, wie ein Mann. Ein Mann, das wär's. Ich brauchte einen zuverlässigen Mann, einen Kavalier, der mich vor den Gangster beschützt. Aber ich kenne ja weit und breit keinen Menschen. Und deshalb werde ich an dem Fest nicht teilnehmen. Ich werde mich in mein Zimmer einschließen und den Abend dort verbringen. Das wäre aber schade. Ja, das finde ich auch. Es wäre wirklich sehr schade, wenn Sie an dem Ball nicht teilnehmen würden. Danke. Verzeihung. Sind Sie ein Mann? Oh, ich hoffe, ja. Sind Sie ein Kavalier? Gern. Würden Sie eine Frau vor einem Gangster beschützen? Doch Schüler von Maigret. Julia. Sie müssten aber den ganzen Abend bei ihr bleiben und aufpassen, dass sich kein anderer an Sie ranmacht. Ja, mit dem größten Vergnügen. Aber Julia, das kannst du doch einem wildfremden Herrn nicht zumuten. Es wäre die charmanteste Zumutung meines Lebens. Heute Abend wär ich gern Ihr Kavalier. Ich möchte Ihnen tausend schöne Dinge zeigen. Ich warte, bis Sie kommen vor der Tür. Wir sind uns noch ein wenig fremd und schweigen. Ich nehme Ihren Arm, wenn Sie erlauben. Wir gehen durchs Dunkel hin ein kleines Stück. Ich frage, ob Sie an Bestimmung glauben und an die Liebe auf den ersten Blick. Wir wollen Freunde sein fürs ganze Leben. Wie schön das Leben für uns dann wird. Wollen Freunde sein in schönen Stunden, in trüben Stunden, aber noch viel mehr. Wenn wir zusammen stehen, dann kann uns nichts geschehen.
Das ist das höchste Glück der Welt. Liebe, die haben wir genug und brauchen gar kein Geld. Wir wollen frei sein fürs ganze Leben. Wie schön das Leben für uns verbringt. Sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nunmehr zum Höhepunkt unseres Seerosenfestes, das, wie Sie ja alle wissen, dem Andenken der Prinzessin Annina gewidmet ist, der es durch ihren Liebreiz gelang, die Insel Chiosa von der Piratenplage zu befreien und die deswegen von der dankbaren Bevölkerung hier zur Königin ausgerufen wurde. Der Tradition gemäß wählen wir nun zu Beginn des Balles eine von den anwesenden Damen zur Königin der Nacht, zur Königin der Seerosennacht. Wer aber nun könnte würdiger sein als unsere charmante, liebenswürdige Prinzessin Marie-Louise von Estepona-Treviso, die uns heute die Ehre gibt, unser Fest mit uns zu feiern. Was denn, Sie sind Prinzessin Marie-Louise? Erschreckt Sie das? Jedenfalls habe ich Sie für alles andere nur nicht für die Prinzessin gehalten. Oh, ich Esel. Durchlaucht. Nehmen Sie die Wahl an? Das dürfen Sie nicht sagen. Sie glauben jetzt, ich hätte mit Ihnen gespielt, aber... Prinzessin, nehmen Sie die Wahl an. Gern. Danke vielmals. Darf ich behilflich sein? Und bitte sehr, Durchlaucht. Aha. Majestät, gestatten. Es lebe die Königin der Nacht. Und nun, Majestät, obliegt es Ihnen,
sich einen Prinzgemahl zu wählen, also jemanden, der Sie durch den Abend und durch die Nacht begleitet. Bitte treffen Sie Ihre Wahl. Ich habe meine Wahl längst getroffen. Aha. Ich dachte, Sie hätten gar keinen besseren Fang, ich meine, gar keine bessere Wahl treffen können. Meine Damen und Herren, das ist also Herzog Ferdinand von Novara-Liechtenstein. Sie sind Herzog Ferdinand? Erschreckt Sie das? Oh ja, aber das geschieht mir ganz recht. Vor dem Herzog sollten Sie mich doch beschützen. Wussten Sie denn wirklich nicht, wer ich bin? Jedenfalls weiß ich jetzt, wer Sie nicht sind. Sie nehmen natürlich die Wahl nicht an. Das ist sehr schade, bedauerlicherweise. Doch, ich nehme an, wenn mich die Königin noch haben will. Wenigstens für diesen einen Tag. Es lebe das Königspaar. Es lebe das... Lächeln Sie, meine Königin, das Fest soll beginnen. Schön ist jeder Tag, den du mir schenkst, Marie-Louise. Du bist meine Sehnsucht, seit ich dich gesehen. Schön ist jeder Tag, das fühl ich längst, Marie-Louise. Heut muss ich es endlich eingestehen. Warst auf den ersten Blick das große Glück für mich, bei deinem Wort ein Blüht, die Welt im Sommer. Frau für mich, denn ich vertraue dich, bei deinen Küssen glüht mein Herz für dich allein. Schön ist jeder Tag, den du mir schenkst, Marie-Louise. Du bist meine längst, Marie-Louise, heut muss ich es endlich eingestehen. Thank you.
Johnny. Gnädige Frau. Bitte eine vierfache Whisky. Eine vierfache. Aber mit wenig Soda. Verzeihen Sie, Gnädige, ja? Ist das nicht ein bisschen viel? Sie haben ja vollkommen recht. Kein Soda, Johnny. Ja, Direktorchen, Direktorchen. Dieser Seerosentag, das ist der größte Pechtag meines Lebens. Warum? Was heißt warum? Mhm. Bitte schön, ich lasse mir mal ein Kleid. Ja. Hier mit Aussicht, oh. Mit ein Einsicht. Aber bitte schön, kein Mensch schaut hin. Das ist mir unbegreiflich. Ja, mir auch. Ach, Direktorchen. Ich betrachte mich fest als das unglücklichste Frau von der ganzen Fast. Inwiefern? Ich bin durcheinander. Ich meine, ich betrachte mich fast als unglücklichste Frau von ganzer Fest. Oh, ich bedauere außerordentlich. Aber, Kükelschkem, ich glaube, noch viel unglücklicher ist Prinzessin, was? Warum? Na, hat, ich habe gehört, der Herzog, er ist doch falsch, oder? Ja, also darüber möchte ich eigentlich nicht reden, wissen Sie, das macht mich vielen herzlichen Dank. Aber Kükelsch, das ist meins. Verzeihung. Was soll's? Barak, bitte rauchen Sie doch hier nicht herum. Gehen Sie an Ihre Arbeit und sorgen Sie dafür, dass der Herzog der Prinzessin nicht den Schmuck raubt. Bitte, wenn Sie wünschen. Gar nichts. Du siehst doch, ich lache. Lachen Sie sich ruhig aus. Ach, Julia. Sie sind verliebt. In einen Hochstapler. Julia, was soll bloß draus werden? Das Beste ist, wir reisen gleich ab. Ich weiß durchlaut, es tut weh, aber... Aber das geht doch nicht. Dann heißt es doch sofort, die Prinzessin Este hat mit einem Hochstapler eine flotte Nacht durchtanzt. Ich bin kompromittiert, Julia. Es gibt einen fürchterlichen Skandal. Ein Hochstapler. Und dabei ist er doch so nett. Na, trinken Sie doch vierfache Whisky. Das hilft immer. Mir hat es auch geholfen. Pardon. Aber, Prinzessin, seien Sie nicht so traurig. Ich bitte Sie, alle Männer sind falsch. Da kommt es doch auf einen Falschen mehr oder weniger wert. Sie wissen es also auch schon. Aber natürlich, das ganze Hotel flüstert darüber. Wenn das so weitergeht, weiß es morgen die halbe Welt. Nur die Halbwelt weiß immer mehr als ganze Welt. Eine unmögliche Situation. Aber, Prinzessin. Bitte schön, wenn Sie schon haben Ihr Herz verloren, Sie müssen doch unbedingt behalten den Kopf. Eine kluge Frau, die weiß immer irgendeinen Ausweg. Wenn es falsche Herzöge gibt, warum soll es dann nicht auch falsche Prinzessinnen geben? Wie meinst du das? Das ist eine sehr gute Idee. Wir wären doch aus dem ganzen Schlamassel raus, wenn man glaubt, dass nicht die echte Prinzessin Nikjosa war, sondern eine falsche. Ja, wie gut ist diese Idee. Dann gibt es keinen Skandal. Die Prinzessin hat sich nicht mit einem Hochstapler abgegeben, weil gar keine Prinzessin da ist. Natürlich, sondern eine doppelte Gängerin. Eine Schwindlerin, eine Betrügerin. Du hast recht, Jule. Und ich bin ihre Komplizin. Wundervoll. Ja, die Komplizin. Wahnwitzig romantisch. Ja, da will ich mir gleich mal einen Gangster an Land ziehen. Julia! Ach, Fräulein Julia! Na, Kleiner? So allein? Allein? Jetzt sind Sie ja bei mir. Na also,
Komm, Süßer, wollen wir nicht eine Kasse Sohle schwingen? Was? Das, wie reden Sie denn auf einmal? Was dagegen? Passt das nicht? Ja. Um offen zu sein, vorhin fand ich Sie reizvoller. Ja, ich bin auch jetzt noch reizvoll. Na komm, mein Junge, sei ein bisschen nett zu mir. Sei ein bisschen lieb zu mir, Peter. Sei ein bisschen nett zu mir, Peter. Und tu nicht so, als wär ich einfach Luft für dich. Ich hab drüber nachgedacht, Julia, was sie so in Fahrt gebracht, Julia. Ich glaube, Julia, sie sind nicht mehr verliebt in mich. Ich höre deine Worte schon, dir könnte ich treu sein. Ach, warten Sie ein Weilchen noch, es muss ja nicht heut sein. Sei ein bisschen lieb zu mir, Peter. Sei ein bisschen nett zu mir, Peter. Dann will ich auch später ganz lieb zu dir sein. Haben sich so verändert, Sie tanzen auch so, so verwegen. Ist es dir unangenehm? Irgendwann, im Gegenteil. Na, hab dich doch nicht so. Dein Boss und du, ihr seid doch längst durchschaut. Aber wir durchschauen? Mhm. Wissen Sie schon, wer wir wirklich sind? Natürlich, aber wer wir sind, das hast du noch nicht spitz gekriegt, was? Wie bitte, ihr? Na klar, Kumpel. Was, Sie und die Prinzessin, die ist auch eine? Die stapelt hoch wie ein Wolkenkratzer. Eine richtige internationale? Die drittgrößte, beste Referenz in allen Verbrecheralben der Welt. Und Sie? Aber Peter, unter Kollegen sagt man noch du. Ach so, verzeihung. Ja, ich bin Ihre beste Kraft. Schmiere stehen, Sore beiseite schaffen, da was es so alles zu tun gibt. Schick, nicht? Na ja, also, ob ich das gerade schick finde? Olla Penner, freu dich doch, dass ich keine Hochgestellte bin. Dann wären wir doch nie zusammengekommen. Aber so passen wir wieder zueinander. Sei ein bisschen lieb zu mir, Peter. Sei ein bisschen nett zu mir, Peter. Dann will ich auch später ganz lieb zu dir sein. Aber das eine sage ich dir, dass ihr uns ja nicht in die Suppe spuckt. Sonst könnt ihr euch bei eurer Beerdigung gegenseitig besuchen. Wir haben nämlich heute noch ein ganz großes Ding vor. Heute passiert was. So, meine Redensarten klaut sie mir auch schon. Also, Stieke, Olla Baldova. Stieke. Übrigens, hier, unter was? Kollegen wollen wir ja nicht so sein. Die Uhr? Das ist ja meine. Das vielversprechendes Talent. Danke schön. Die Idee ist sehr, sehr gut. Aber schlecht. Warum? Na, wie soll man Ihnen, Prinzessin, glauben, dass Sie eine Ganoven sind? Ganz einfach. Ich muss etwas stehen. Ah, was? Ach so. Ja, ich verstehe. Ja, natürlich verstehe ich. Ich werde sein sehr überrascht, wenn ich den Schmuck vermisse. Ich werde schreien, ich werde toben, ich werde fallen in Ohnmacht. Ja, wie schön. Sie müssen mir nur sagen, wann. Natürlich. Ja, bitte schön. Passen Danke. Sie gut auf. Prinzessin, toi, 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 viel Glück. Darauf müssen wir wieder trinken. Zum Wohl. Peter, ich muss dir etwas sagen. Ja, ich Ihnen auch, Hoheit. Ich bin das größte Kamel aller Zeiten. Sehr wohl. Ich, wieso? Weil ich vor der zauberhaftesten Frau der Welt davongelaufen bin, bloß weil ich sie nicht heiraten wollte. Oh, ich Narr. Das kann man nie genau sagen. Was? Ja, ob man ein Narr ist. Na, jedenfalls ist jetzt Schluss mit der Komödie. Ich werde sagen, dass ich kein Hochstapler bin, sondern der echte Herzog. Und dass ich sie liebe. Ja, also das können Hoheit ruhig sagen. Aber ich würde Sie davor warnen, ihr zu sagen, dass Sie kein Hochstapler sind. Das würde Sie der Dame nur entfremden. Wieso? Naja, weil Hoheit... Sind Sie ganz entspannt? Ja? Locker? Halten Sie lieber fest. Hoheit, die Prinzessin ist eine Gaunerin. Eine
Wer hat denn den Bären aufgebunden? Die kleine Julia, ihre Komplizin, sie, das ist vielleicht eine Marke. Du musst dich ehren. Aber ausgeschlossen. Halt, wer einen so ausgekochten Jargon von sich gibt, kann nur als Sumpfblume auf dem Boden einer Kaschemme erkannt sein. Bitte deinen Puls, du musst verrückt sein, die Prinzessin eine... Nein, das ist nicht wahr. Fragen Sie sie doch selbst. Das werde ich auch tun. Majestät? Mein König, ich habe Sie vermisst. Ich muss mit Ihnen reden. Niemand hindert Sie. Wer sind Sie? Bitte sagen Sie mir das jetzt ehrlich. Das wissen Sie doch. Die Königin der Nacht. Nein. Wer sind Sie wirklich? Die Prinzessin von Estepama. Was denken Sie denn? Ja, das ist es ja. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ach so. Man hat Ihnen Geschichten von mir erzählt. Sie dürfen nicht alles glauben, was die Leute sagen. Ja, deswegen frage ich Sie ja. Ich muss es wissen. Wer sind Sie? Was tun Sie? Meinen Sie nicht, dass Ihre Fragen ein wenig indiskret sind? Sie wissen doch, eine Frau darf immer tun, was sie will. Eine schöne Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne Frau darf tun, was ihr gefällt. Ein Lecken genügt, das jeder besiegt, zu ihren Füßen liegt. Eine schöne Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne Frau darf tun, was ihr gefällt. Namen wir für selbst die größte Dummheit verzeihen, denn ihr Lecken fängt sie auf der Runde ein. Verkehrt und das Schwarz wird weiß überlag. Fällt das hier plötzlich ein, blond statt brünett zu sein, dann wird's zur Mode gemacht. Kann doch so verrückt sein, sie muss nur geschickt sein, damit sie alle spielen, spielen, spielen. Denn sie träumt davon, immer und schwer zu sein. Königin. Eine schöne Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne Frau kann tun, was ihr gefällt. Ein Lecken genügt, das jeder besiegt, so ihren Bösen liegt. Einer schönen Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne Frau kann tun, was ihr gefällt. Damit ihr selbst verlöst, wenn ihr Lecken fängt, wenn ihr Lecken fängt, ihr alle an. Ja? Verzeihen Sie bitte, hatten Sie mir nicht den nächsten Tanz versprochen? Ich? Nein. Nein? Na dann kommen Sie. Wie? Ja, aber... Verzeihung. So ein reizvolles Geschöpf, so liebe Augen, so entzückende Hände, so lange Finger. Wie bitte? Weiß alles. Drittbeste Internationale. Ach so, Sie spielen nach meinem Beruf an. Beruf, mein Gott, haben Sie denn überhaupt keine Angst? Wenn man Angst hat, muss man ehrlich bleiben. In unserer Branche braucht man Nerven. Nerven wie Drahtseil. Drahtseil, mir dreht sich alles. Hier, sieh dir das an. Heiße Ware. Frisch vom Hals. Dafür bekommst du bei jedem ehrlichen Hehler mindestens 20 Mille. Ja, oder 20 Monate. Nur kein Neid, Kollege. Du kriegst was ab davon. Von den 20 Monaten? Quatsch! Wir müssen jetzt zusammenhalten, wir vier. Ich glaube, die haben mich schon im Visier. Da, nimm das. War ich? Mensch, mit den Nerven gehst du klauen. Steck's ein und sag deinem Boss bloß, er soll dicht halten, sonst knallt's. Ja, was soll ich denn damit? Einstecken und auf Depot nehmen. Später machen wir halbe. Mach schnell, es kommt jemand. Also das verstehe ich nicht. So ein bitteres Gewerbe und so ein süßes Mädchen. Was erlauben Sie was sich? Was denn, Puppe unter Ganoven? Ciao. Prinzessin, ja, bitte schön, soll ich? Was bitte? Na hier, soll ich schreien? Nein. Ich gebe Ihnen ein Zeichen, wenn Sie den Diebstahl entdecken sollen, ja? Ja, wie schön, Sie geben Zeichen. Wissen gleich. Bitte schön, eine sechsfache Whisky. Boah, ja, ich bin gemäht. Wo brennt's denn? Da, überall, wo ich's hinstecke, brennt's. Was denn? Das was? Da.
Was soll ich denn damit? Ja, du verschieben Sie es weiter oder nehmen Sie es auf Depot. Das ist ein wunderschöner Schmuck. Der mir soeben vom Herzen gefallen. Hoheit, stecken Sie es weg. Wo hast du ihn denn her? Ihre liebliche Prinzessin hat ihn vor einigen Minuten gestemmt. Ist nicht wahr? Geklaut, abgestaubt. Nein. Gekrampft, ja? Ja, Peter, dann ist sie ja doch eine. Ja, und eine ganz gerissene noch dazu. Ich glaube, ich verdufte lieber. Hatten Sie eine interessante Unterhaltung? Mhm. Und ich freue mich, geschätzte Prinzessin, dass Sie noch immer so frei und ungebunden umherwandeln. Und ich freue mich, dass nun endlich Klarheit zwischen uns beiden herrscht. Ja. Ja, das ist gut. Das... Wie heißen Sie eigentlich? Emma. Emma. Und Sie? Hugo. Und wie sind Sie dazu gekommen? Ich meine, dazu? Alkohol, Rauschgift, Weiber. Ah, wie das halt so ist. Und Sie? Kleider, Schmuck, Männer, wie es halt so ist. Aber das muss jetzt aufhören, das... Bitte? Ich meine, das mit den Männern, das... Wollen wir uns nicht setzen? Emma? Gerne. Hugo. Allmählich müssen wir uns ja an den Zustand des Sitzens gewöhnen. Woran denken Sie? Nur so eine Idee. Ich frage mich, wenn wir wirklich Herzog und Prinzessin wären, ob wir uns dann auch ineinander verliebt hätten? Haben Sie sich denn verliebt? Die Frage ist nur rein theoretisch. Sie gilt nur für den Herzog und die Prinzessin. Nur für den Herzog und die... Gut. Und dann stellen wir uns einmal vor, dass wir Herzog und Prinzessin wären. Das geht doch ganz einfach. Man muss es sich nur fest einbilden. Hoheit? Wissen durchlaucht, dass ich durchlaucht liebe. Wissen Hoheit, dass Hoheit wiedergeliebt werden? Darf ich durchlaucht um einen allerdurchlauchtigsten Kuss bitten? Dass ich dich geküsst, was für uns zwei ein Glück bereit, das ewig ist. Es kann keinen Frühling mehr geben, wenn du nicht mehr bei mir bist. Es wird keine Sonne mehr scheinen, wenn mich dein Mund nicht mehr küsst. Denn alles, was schön
Direktor. Verzeihen Sie, ich bin es. Mein Name ist Kükes. Also, was ist los? Wo ist mein Neffe? Wie bitte, Ihr Neffe? Sie haben ihn hier im Hotel versteckt. Wollen Sie uns zuerst nicht einmal erklären, wer Sie sind und was Sie hier wollen? Ich bin nicht gewöhnt, mich mit Leuten zu unterhalten, die sich mir nicht vorgestellt haben. Leute? Leute mit schlechten Manieren, hätte mein Urgroßvater Philipp der Reizbare in den Turm geworfen. Also, dann gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Barak, Hoteldetektiv. Alexander, Erbherzog von Novara Liechtenstein. Oh, aha. Ein Erbherzog Alexander wollen Sie also sein? So was will man nicht sein, so was ist man. Dies hier ist das internationale Verbrecheralbum. Wetten einzutauschen, dass ich Sie darin finde? Das ist ja unerhört. Mich finden Sie nur im Gotha. Meinetwegen auch in Eisenach. Deine ganze Wande ist nämlich schon entlarvt, mein Junge. Verlassen Sie augenblicklich meinen Anzug. Bitte. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie ein Zimmer? Warum bieten Sie mir nicht gleich eine Hundehütte an? Ich wünsche die Fürstenappartement. Fürstenappartement, oh, das ist sehr apart. Da haben wir es. Alexander, sagten Sie? Hier, Monokel Alex, imitiert mit Vorliebe leicht verblödete Aristokraten. Ich bin ein leicht verblödeter, ich bin ein Aristokrat. Ja. Barak, bitte blättern Sie doch nicht hier herum. Holen Sie lieber den Komplizen, dann werden wir die beiden gegenüberstellen. Genau das werde ich tun. Ja. Sagten Sie Komplize? Ja, allerdings. Und damit meine ich den Mann, der sich hier ebenfalls als Herzog von Novara Liechtenstein ausgegeben hat. Das ist mein Neffe. Ja, das ist möglich, das ist absolut möglich. Aber jedenfalls im Gegensatz zu Ihnen war er so offen, einzugestehen, dass er ein Hochstapler ist. Hm? Bitte. Was ist denn das? Das ist ein Hier ist der Komplize. Barak, Sie sind entlassen. Hoheit, ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung, Hoheit. Aber es ist total übergeschnappt. Irgendwas muss schiefgegangen sein. Der Hoteldetektiv hat Hugo abgeführt. Du große Güte, da doch die Sore. Sorry? Ja, das Diebsgut, mein Engel, was du mir zugesteckt hast. Und jetzt haben Sie ihn erwischt? Na ja, ich hab's ja gesagt, das passiert. Wie gesagt, ein entsetzliches Versehen. Ich werd verrückt. Der Onkel Erbherzog. Vollkommen außer mir. Jetzt kommen Sie wieder zu sich, lieber Direktor. Für mich war das weiter nichts als ein lustiges Abend. Ja. Ein großer Spaß. Zu gütig, Hoheit. Hoheit? Ja, allerdings. War mir sehr peinlich. Hoheit sieht echt. Ach, und für Hoheit war alles weiter nichts als ein großer Spaß? Ja, man versteht doch. Oh ja, ich verstehe sehr gut. Oh. Ah! Direktorchen, bitteschön. Ja, ich bin geworden, angestohlen, übergeraubt, vergeplündert. Was ist denn geschehen? Aber Kükes, Sie sehen nichts. Ich bin doch nackt, splitterfasernackt. Meine Schmuck von den Ohren, diese kostbare Brillantgehänge, es ist weg. Vielleicht verloren gegangen oder abhanden gekommen? Gekommen. Es ist abhanden gebracht worden. Bitte schön, mein Schmuck wurde mir gestohlen. Barak, Herr Direktor, kommen Sie her. Bitte? Übernehmen Sie den Fall. Pardon, ich bin ja entlassen. Parbleu, Sie sind wieder eingestellt. Er übernimmt. Ja, danke. Merci. Sagten Sie gestohlen? Ja. Handelt es sich um ein Brillantohrgehänge? Ja. Ist es vielleicht dies? Aber ja, das ist doch mein Schmuck. Hoheit, darf ich Hoheit fragen, woher Hoheit diesen Schmuck haben? Ja, ich habe ihn vorhin auf der Tanzfläche gefunden. Er muss der Dame runtergefallen sein. Verzeihen Sie bitte, haben Sie diesen Herrn eben mit Hoheit angeredet? Akkurat. Hoheit sind der echte Herzog Ferdinand. Oh, Potsdamer Dienst. Welch wohltätiger Zugriff, mein Herr. Oh, pardon. Nein, halten Sie fest, greifen Sie weiter. Das wäre ja mein Jahrgang. Ja? Gewissermaßen eine Blutauffrischung für die Familie. Darf ich wenigstens um diesen Tanz bitten? Aber wie sehr, sehr gerne. Älterer Herr im Frühling möchte nicht alleine sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweit sein. Ja, was macht sie dann? Ja, was
was macht sie dann? Sie lacht ihm gleich was an. Und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur. Denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Älterer Herr im Frühling möchte nicht allein sein. Ja, was macht man dann? Ja, was macht man dann? Man lacht sich eine an. Ich glaube, ich sollte mich bei dir bedanken, dass du mich nicht verraten hast. Oder muss ich jetzt sagen, dass Hoheit mich nicht verraten haben? Aber nein, Emma, natürlich nicht. Du hättest genauso gut sagen können, hier steht die Diebin. Nehmt sie doch fest. Es gibt nur einen, der dich festnehmen darf. Komm, komm, diese Nacht gehört uns. Wir wollen sie uns nicht verderben lassen. Hm? Deinen großen Spaß, das lustige Abenteuer. Aber nein, so war das doch nicht gemeint. Versteh mich doch, ich liebe dich. Es kann keinen Frühling mehr geben, wenn's dich für mich nicht mehr gibt. Denn alles, was schön wäre im Leben, hab ich. Könntest du dir vorstellen, was? Dass du einen Strich unter deine Vergangenheit machst, Schluss mit allem, was gewesen ist, und fängst ein neues Leben an? Nein, Bruder. Mir zuliebe. Es wäre zu einfach. Wenn du mich liebst, musst du mich nehmen, wie ich bin. Einer schönen Frau gehört die ganze Welt. Hast du die Prinzessin gesehen? Ich such sie überall. Ja, ich auch. Ja. Peter? Ja? Es gibt nur eine Erklärung. Die beiden sind heimlich verschwunden. Weggetürmt? Ja. Naja. Gut, Hoheit, vielleicht ist das besser so. Wieso? Eine Gaunerin, eine berufsmäßige Hochstaplerin und Sie, Hoheit, das... Daraus wäre nie was geworden. Als ich noch unerfahren war, träumte ich von einem Mann, von einem Musterexemplar, auf das man bauen kann. Doch merkt ich noch bei Zeiten so manche Kleinigkeiten und sagte der Liebe Ade und dem Glück. Doch mich tröstet mein Archie, denn der ist mein Tick. Heut hält sich jeder ganz allein für klug und so gescheit. Zu allem anderen sagte nein. Ach, doch er weiß ja schon Bescheid. Auch du hast Eigenheiten, die anderen Qual bereiten. Und glaubst noch, du wärst recht apart und recht schick? Was sagen die anderen? Das ist ein Abend. Verzeihung, Durchlaucht. Es ist erst morgen. Schon morgen?
Fröste, Sie sind wieder mal sehr zerstreut. Heute kann unmöglich schon morgen sein. Heute ist heute und morgen? Und morgen ist heute gestern. Du hast Kritik! Ja, Archibald, das ist schwer zu verstehen. Ist denn nun alles vorbereitet, Oreste? Alles durchlaucht. Die Musikkapelle befindet sich in der Küche. Sie wird zurzeit abgespeist. Der Champagner ist gekühlt, die Vorspeisen sind gewärmt. Die hohen Gäste können eintreffen. Wir haben hohe Gäste? Wie nett. Geben wir einen Empfang? Aber durchlaucht. Der große Empfang anlässlich der nun endgültig geplanten Verlobung ihrer Durchlaucht der Prinzessin und seiner Hoheit dem Herzog Ferdinand. Richtig. Ich wusste ja, dass ich mich auf mein Gedächtnis verlassen kann. Dann kann ich mich ja jetzt beruhigt schlafen legen. Aber Durchlaucht, Ihre Hoheiten müssen jeden Augenblick erscheinen. Jeden Augenblick? Oreste, Sie werden alt. Eben haben Sie mir gesagt, dass der Empfang für morgen vorbereitet sei. Verzeihung, Durchschlag. Also, Verzeihung, ich muss mich geirrt haben. Sehen Sie. Einem schönen Mann gehört die ganze Welt. Ja, ein schöner Mann darf tun, was ihm gefällt. Ein Lächeln genügt, das jedem sieht, zu seinen Füßen liegt. Einem schönen Mann gehört die ganze Welt. Ja, ein schöner Mann darf tun, was ihm gefällt. Ja, man wird ihm selbst die größte Dummheit verzeihen. Ja, sein Lächeln fängt sie alle ein. Eines ist sonnenklar, Frauen sind wunderbar, wenn sie nur recht lieb sind und nett. Kriegt sie ein schönes Kleid, gern jede Frau verzeiht, dann macht sie ganz auf kokett. Er liebt Abenteuer und sie spielt mit Feuer, mit dem berühmten sechsten Sinn. Liebe in Du und Moll, macht um deiner Liebestall. Ja, der Mann, der was kann, der geht ran. Ja, wir Männer lieben diese schöne Welt. Küssen süße Frauen, weil es uns gefällt. Wir schneiden die Kur und lieben Lamour, doch nicht den Treueschwur. Einem schönen Mann gehört die ganze Welt. Ja, ein schöner Mann darf tun, was ihm gefällt. Ja, man wird ihm selbst die größte Dummheit verzeihen. Auf einen schönen Mann fallen alle Frauen rein. Melden Sie uns Ihre Durchlauf. Margareta Fürstin von Este Parma Treviso. Ferl, Ferl, du bist der trostloseste Freier, den Novara jemals hervorgebracht hat. Wenn dein Urgroßvater, ich und der Kinderreiche dich sehen würde, würde er wahre Bäche von Tränen verschütten. Du irrst dich, lieber Onkel. Ich bin überhaupt kein Freier. What? Nein, ich habe dich nur hierher begleitet, um einen Affront zu vermeiden. Aber heiraten werde ich die Prinzessin nie. Ferdinand, hüte dich vor meinem Ingrim. Du weißt, wenn ich in Zorn gerate, da zerreiß ich Papier, da zerbreche ich Streichhölzer. Ihre Hoheiten, Alexander, Erbherzog von Navarra-Liechtenstein und Ferdinand, Herzog von Navarra-Liechtenstein, sowie Baron Peter von Hazi. Guten Tag, liebe Vettern. Lieben guten Tag. Sie sind also der Bräutigam? Verzeihung, Durchlaucht, der Herzog steht dort. Also Sie, mein Lieber? Bedauere, ich bin nur der Onkel. Der Bräutigam steht dort. Freilich, der Alexander. Ich bin der Ferdinand. Dann ist er also doch der Bräutigam. Gestatten, das ist Baron von Hazi. Ach so? Mhm. Na, dann machen es die Herren am besten unter sich aus. Oh, Rastentick! Aber Archibald, möchtest du vielleicht die Herren gebührlich begrüßen? Ja, alles aussteigen, Türen schließen.
Er ist etwas verwirrt. Das kommt davon, weil wir morgen Gäste erwarten. Wichtige Gäste. Wir wollen nämlich die Verlobung meiner Nichte bekannt geben. Nicht morgen, der Schlacht, heute. Na, ich weiß das natürlich. Nur der Papagei hat es verwechselt. Ja, ja, Archie, du bist ein rechter Schelm. Was verschafft mir die Freude Ihres Besuches? Verzeihung, liebste Base, wir beabsichtigen, um die Hand der Prinzessin Marie-Louise anzuhalten. Oreste, und Sie hätten es beinahe vergessen. Sie sind mir schon einer. Ja, also dann setzen wir uns also. So. Gestatten, Hoheit, dass ich mich zurückziehe? Immer besser, man vermeidet Orte mit Blitzschlaggefahr. Wie meinen, Herr Baron? Ja, ich wette, spätestens 5 Minuten schlägt da drinnen der Blitz ein. Wie Herr Baron wünschen. Darf ich Herrn Baron eine kleine Erfrischung reichen lassen? Bemühen Sie sich nicht, Oreste. Ich sehe, die kleine Erfrischung ist bereits da. Sieh mal einer an, der Peter. Sieh mal einer an, die Gangsterjule. Was um alles in der Welt treibst du denn hier? Aber Junge, da wo große Dinger gedreht werden, dürfen wir doch nicht fehlen. Wir? Wieso wir? Ist die andere auch da? Ja, natürlich. Ach du liebe Zeit, ich dachte, das ist ein einfacher Blitzschlag. Das wird ja der reinste Weltuntergang. Also bis später, Olla Gauner. Ich hab's eilig. Wir sind doch keinen Schritt weiter. Die Fürstin will mich einfach nicht verstehen. Ich habe ja versucht, ihr klarzumachen, dass ich die Prinzessin nicht heiraten werde, weil ich eine andere liebe. Stellen Sie sich vor, Sie würden ihr heute und hier begegnen. Hier? Ich glaube, ich würde vor Freude an die Decke springen. Ja? Springen Sie, Hoheit. Springen Sie. Du? Ja, ich. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Es blieb mir keine andere Wahl. Du hast gehört, dass ich heiraten soll? Ja, ich habe es auf Umwegen erfahren. Deswegen bist du gekommen? Du hast Angst, dass ich dich wegen der Prinzessin vergessen könnte? Nein, ich wollte eigentlich nur dein Gesicht sehen, wenn du die Prinzessin kennenlernst. Mein Gesicht wird kalt und zurückweisend sein. Emma, liebst du mich? Ja. Willst du mit mir ein neues Leben anfangen? Soweit das möglich ist. Nicht stehlen, nicht hehlen, nicht einbrechen, nicht hochstapeln? Wenn du darauf bestehst. Gut. Gut, dann komme, was da kommen will. Onkel Alex. Alexander. Lege auf meine Hintern 5 Buchstaben allergrößten Wert. Onkel Alexandrissimus. Ich habe dir eine wichtige Mitteilung zu machen. Mein Entschluss steht fest, absolut und unverrückbar. Ich werde... Ich weiß, mein Junge, du wirst die Prinzessin Marie-Louise um ihr Ja-Wort bitten. Ich denke nicht daran. Nein? Pardon, Fürstin, aber ich kann nicht. Aber wir können jetzt nicht wieder alles rückgängig machen. Morgen schon soll der große Empfang sein. Heute, Durchlaucht, heute. Die ersten Gäste sind bereits eingetroffen. So ist das also. Ihr wollt mich überrumpeln. Gut. Ihr denkt euch, ich habe Angst vor dem Skandal. Aber ihr habt euch geirrt. Ich habe keine Angst. Nein, und wenn 1000 Gäste zu meiner Verlobung erscheinen, ich bleibe bei meinem Nein. Ich werde es der Prinzessin vor allen Gästen sagen. Ich werde ihr ins Gesicht schleudern. Aber Hoheit. Was beabsichtigen Sie, der Prinzessin ins Gesicht zu schleudern? Ihre Durchlaucht, Prinzessin Marie-Louise von Esteparma Treviso. Nun, was haben Sie mir zu sagen? Ich bitte Sie, meine Frau zu werden. Ihr Antrag ehrt mich. Aber es ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie eine andere lieben, der Sie bereits Ihr Ja-Wort gegeben haben. Gut. Dann frage ich diese andere. Willst du mich heiraten, Emma? Ja, Hugo. Oreste!
Durchlauch. Zum ersten Mal in meinem Leben werfe ich alles durcheinander. Wer liebt hier eigentlich wen? Und das wird sie schon noch herumsprechen. Wir wollen Freunde sein fürs ganze Leben. Wie schön das Leben für uns dann wird. Eine Blutauffrischung. Ja, was bin ich überglücklich, dass Sie mich haben eingeladen in dieser wunderschöne Schloss. Sagen Sie, muss ich jetzt auch in Ohnmacht fallen, damit Sie mit mir tanzen? Im Gegenteil, ich tanze mit Vergnügen. Verzeihen Sie, Fürstin. Bitte sehr.